Kapitel 8, Suchen und Retten. Ja, ich würde ja hoffen, dass uns mal jemand rettet. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Illusion. Ja, hier waren wir leider schon. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Hacken, finden, Com-Anlagen. Ja, hier waren wir halt überall auch schon. Aber ich denke mal, hier wird uns wieder ein Neues erwarten. Erwartet das Unerwartete? Sieht so ein bisschen da so aus, als könnt ihr jederzeit überall noch was durchspringen. Okay, was war das? Hier ist nichts. Hier ist noch der Shop. Das sieht nicht gut aus. Das war ja, stimmt, die Brücke, wo diese ganzen Viecher auf einmal kamen. Diese großen auf, wo sie, vor allen Dingen, diese riesigen. Fähige Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Wo denn? Wo sind sie denn? Noch mehr davon? Widerlich! Scheiße, da ist noch einer. Oder sogar mehrere. Einer oder zwei? Noch einer? Noch einer? Okay, okay. Wie viele, wie viele, wie viele? Ah, verpiss dich. Quarantäne aufgehoben. Alter Falter, wie viele waren denn das jetzt, bitteschön? Ekelhaft. Bin ja froh, dass ich hier mein ganzes Zeug geupgradet habe, beziehungsweise jetzt wenigstens dieses eine Ding hier geupgradet habe, das ein bisschen mehr Schaden macht als die anderen. Okay, haben wir hier noch irgendwas Wichtiges liegen, was wir noch brauchen könnten? Da haben wir noch ein bisschen was. Oh, guck mal. Da sind auch ein paar Sachen jetzt, die aufgehen, die vorher noch nicht aufgingen, habe ich das Gefühl. Oh, was war das? Ah, sehr schön. You're welcome. Ah, da hinten, guck, da ist auch noch eins, was das letzte Mal wir nicht aufgemacht haben. Und jetzt wieder aufgeht. So, wo müssen wir denn hin? In den Fahrstuhl? Habe ich hier eigentlich auch noch eine Stasi-Station irgendwie? Nee. Also hier direkt auf der Ebene nicht. Da muss ich wahrscheinlich wirklich hochfahren oder runterfahren oder... Ich weiß nicht. Ebene 2? Ebene 3? Zur Brücke. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Okay, also hier lang ist schon mal richtig. Und wir sind auch ganz leise und verständnisvoll.
Oh, es gibt hier Gesundheitspacks. Und ein Save Point. Wenn das nichts ist, alles auf einmal. Oh nein! Einer unserer Freunde. Na komm schon, jetzt pack deinen letzten Arm auch noch raus hier. Aua! Ich möchte behaupten, dass ich getroffen habe. Aua! Widerlich. Bam hat's gemacht, da war's. Und da war es für immer still und schweigsam. Ach nein, oder? Wie viele sind denn das? Bah! Bäh! Bäh! So viele auf einmal. Das Stasen-Ding, das nehme ich jetzt gleich. Was soll der Jeiz, wa? Oh Mann. Ekelhaft. Ich speichere das erstmal ab dem Punkt. Da haben wir immer noch einen Punkt, an dem wir wieder zum Shop oder so zurückgehen können. Falls wir doch mal zurück müssen. Und wir müssen uns vor allen Dingen nicht mehr mit diesen Ekelviechern anlegen. Das ist schon mal ganz gut. Nachladen ist die Mutter der Porzellankiste oder so ähnlich. Die waren vorher nicht hier. Was soll denn das? Die wollen mich in den Wahnsinn wollen sie mich treiben. Oh, da ist einer. Ist das unser Captain? Okay. Okay, wer bist du denn? Vor allen Dingen nicht wer, sondern eher was bist du? Boah, der besteht aus lauter so kleinen... aus lauter so kleinen Viechern. Wah! Widerlich. Es wird ja immer ekelhafter. Das war so ein großer Ganker-Viech, so ein Slenderman, ja, der aus lauter so kleinen Viechern bestanden hat. So, jetzt haben wir wenigstens einmal wieder Munition. Und was ist das hier? Ein Halbleiter, ein Rubin, ein Rubin-Halbleiter. Ach. Hier muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Macht ja sonst keiner außer mir. Weltraumputze Isaac Clarke meldet sich zur Stelle. Das Ding hier, ja, kann ich auch wegmachen. Oh. Tatsächlich eine Werkbank mit Speicherstation. Aber wenn das nichts ist. Ein Service haben wir hier heute. So ist ja fast wie bei der Formel 1, ja. Boxenstopp. 5 Sekunden. Reifen wechseln, tanken, Scheiben putzen. Alles in einem und losfahren. Habe ich eigentlich wieder einen Energieknoten gefunden gehabt in der Zwischenzeit?
Null, was soll denn das? Null Energieknoten, das geht also so wirklich nicht. Okay, aber wenigstens haben wir gespeichert. Und nach oben müssen wir auch noch. Na, Prost Mahlzeit. Logbuch der Kommunikationszentrale First Comms Operator Bailey. Diese Schiffe wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Jetzt ist er zu weit gegangen, ja. Puh, und wir müssen wohl oder übel da lang fahren. Ich bin mir nicht sicher, dass das gut ist, wenn wir hier durch dieses Ding mit Hochgeschwindigkeit durchrasen. Also da hing auf jeden Fall eine Leiche. Das war aber auch alles. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Oh, das ist aber nett. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Natürlich. Und das soll jetzt wieder ich machen, oder was? Aber wenigstens haben wir noch einen Speicherpunkt hier. Ich weiß, es wird so viel gespeichert hier, aber... Naja, sicher, sicher. So, okay, das Array. Und wie richte ich das jetzt aus? Ich muss wahrscheinlich da runtergehen und das manuell machen, schätze ich jetzt mal, mit meiner coolen Chinese-Fähigkeit. Weil ich auch der Einzige wahrscheinlich bin, der das kann. Die Dinger hier, das weiß ich jetzt schon. Da kommen dann, wenn ich da drauf drücke, auf den Button, da wette ich mit euch, da werde ich von hinten erdolcht von irgendwelchen hässlichen Hässlons. Was ja, das ist ein Energieknoten haben wir hier. Warum sind die Energieknoten eigentlich immer so weit weg von den Werkbänken? Kann mir das mal einer sagen? Wahrscheinlich, damit man sich nicht gleich total gut ausrüsten kann. Endlich meine Luftschleuse. Ich hatte schon befürchtet, es gibt hier keine Luftschleusen mehr. Ah, Schwerelosigkeit, oder? Eintritt Schwerelosigkeit. So, einer weniger. Wie viel haben wir denn hier? Ah! Boah, waren das nicht mal jetzt hier genug? Ist ja widerlich. Kommen die alle her? Klar, dass mal ein Medipack verabreichen. Okay, ich habe nicht mehr genug Munition, um nachzuladen.
So, und die Dinger muss ich doch bestimmt irgendwie ausrichten können. Wahrscheinlich mit Chinese. Mit dem Chinesen? So, komm mal her. Was hast du denn in dir eigentlich? Ah, nur Geld. Wer braucht denn bitte Geld? Ach, die Dinger kann ich rausreißen hier. Guck mal. Die kann ich rausreißen und reinsetzen. Muss ich dann die Guten gegen die Schlechten austauschen oder wie? Wie sehe ich das jetzt? Ach, ich muss die da auf die da unten einlagern oder was? Ich muss sozusagen kaputte raustun gegen welche, die funktionieren, ersetzen oder so ähnlich. Ja, dann mache ich mich mal ans Werk. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. So, das heißt jetzt, wenn ich die da rausnehme und hier reinstecke. Funktioniert das, ja? Ah, anscheinend schon. Erstmal weg mit den kaputten und her mit den ganzen. So, wo geht denn noch irgendwas? Da hinten ist noch eine Gans. Das ist schon mal gut. So, mein lieber Freund, komm mit. Ich nenne dich einfach mal Johnny. So. Jetzt haben wir 1, 2 und dann muss ich noch irgendwo... Da, die da funktioniert noch und die muss ich jetzt ersetzen gegen die da. Schätze ich jetzt einfach mal. Mit meinem Ingenieursfachwissen als Weltraumingenieur Isaac Clarke mache ich das natürlich total kompetent. Ich denke jetzt einfach mal, dass ich das total kompetent mache. Sehr gut. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Hier muss ich wieder irgendwie rüber, ne? Lalalala, ganz langsam. Ich habe nur 2 Schuss mit dem. Mit dem habe ich 4, aber das lädt so lange. Ich nehme mal den großen Knüppel. Damit sollte ich eigentlich alles erledigen können, was auf mich zukommt. Schwerelosigkeit. Ja, Gott sei Dank, sage ich nur. Schwerelosigkeit ist gut, aber am schlimmsten finde ich immer, keine Luft mehr dann langsam zu kriegen. Ich speichere jetzt erstmal. Denn solange man speichern kann, ist man immer im Vorteil. Wenn man nämlich nicht speichert und stirbt an einer Stelle, dann darf man nämlich gleich wieder von vorn. Und das wollen wir ja nicht. Nicht, dass wir hier nochmal diese ganzen Kommunikationsdinger ausrüsten müssen. Nice. Es funktioniert. Hier spricht die USM Wähler.
USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Alle 3 Sekunden? Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Vailor. Vailor, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße. Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Vailor zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Typisch Frau. Ja, schickt einen hier rum, weil man gerade mal seinen Abschluss in Ingenieurswesen mit 1,0 Summa Cum Laude geschafft hat, ja. Schicken die einen hier rum, sagen, repariert dies, repariert das, da ist was Ekliges an der Außenhülle, macht die Spinne tot. Ja, so wie es halt ist, ne? Hängt die Leiche noch da? Ich sehe sie gar nicht. Ah. Haben wir das Ding jetzt überfahren? Das sah so aus, ne? Ich schätze jetzt einfach mal, dass wir es wohl überfahren haben. Ah, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Da ist noch ein Energieknoten. Wir sollten uns nicht für Energieknoten. So, das war doch mal total professionell, würde ich mal behaupten. Schön mit Stase betäubt und dann draufgezimmert. Und das Vieh gekillt. Widerlich. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz nochmal an die Werkbank. Wir können ja noch ein bisschen rumbasteln an unserem ganzen Zeug. Hier Chinese. Da hat man jetzt die Reichweite erhöht. Stase-Modul. Rick. Ja, da ich ja jetzt eh wahrscheinlich gleich rausgehen muss, brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Luft. So, da haben wir schon mal richtig viel Luft. Und ich hoffe, das bringt mir was. Naja, egal. Luft kann man nie genug haben. Und deswegen speichere ich jetzt das Ganze auch nochmal. Dann haben wir nämlich noch Luft nach oben, wenn wir sterben. Ja, ich möchte das überschreiben. Puh, oh mein Gott. Immer diese Viecher. Und wo muss ich jetzt hin und warum eigentlich? Was ja heutzutage nicht mal vor Aufzugtüren sicher, ne? Wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Ganz hoch? Auf die Brücke wieder zurück? Ich weiß es nicht. Ist mir alles etwas suspekt hier. Sieht doch gar nicht gut aus, oder? Das Ding ist leer. Okay. Hier ist schon mal nicht viel los. Wieso geht das von alleine auf, ohne dass ich was gemacht habe? Ganz ruhig, Isaac. Ganz ruhig. Alles ist gut.
Jetzt haben wir hier noch Credits. Ja, als ob mir die Credits hier großartig was nützen. Ah, da ist die Kanone. Oh, da ist ein Energieknoten. Und da ist ein Speicherpunkt. Ja, ich habe zwar vorhin gerade erst gespeichert, aber ihr wisst, ich bin speichergeil. Boah, geil speichern. Vor allem, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet und ich will es nicht 5000 Mal nochmal und nochmal spielen. Manuelle Steuerung, okay. Manuelle Überbrückung initiiert. Igitt, was ist das denn? Okay, ich weiß, dass ich auf diese gelben Dinger zielen muss, wahrscheinlich. Aber das bringt anscheinend nicht wirklich was. Ja, ich weiß, die ist nicht gut, die Höhlenintegrität, aber ganz ehrlich, wie oft soll ich denn diese Dinger treffen da? Sterbt. %40, okay. Was zur Hölle bist du und wie kann ich dich töten? Ah, einen haben wir ab. Wie lange dauert denn das und wie oft muss ich auf so einen Arm ballern, bis das alles abgegangen ist da? Okay, einen haben wir noch, einen haben wir noch. War's das? Nee, da ist noch einer. Ich sehe genau, du hast noch einen einzigen Arm und ich werde ihn gegen dich verwenden. Ja, du kannst ihn nicht hinter deinem Bein verstecken. Juhu! Okay, jetzt die, 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 my darling. Ist er tot? Ich hoffe ganz stark. Guckt euch das mal an. Wie widerlich. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ich sollte das Ding vielleicht auch lieber zerstören. Ja, ich konnte es leider nicht mehr ausschalten. Es tut mir leid. Es hat uns gerammt. Aber vielleicht ist das auch gut so. Vielleicht sterben jetzt alle Aliens. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden.
Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Wähler finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, hallo. Ich würde eigentlich gerade sagen... Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Ich wollte eigentlich gerade sagen, gut, dass wir nicht hinlaufen müssen, aber jetzt muss man doch hinlaufen. Das hat sich ja mal wieder gelohnt. Okay, wo muss ich jetzt hin, um was zu öffnen und warum, bitteschön? Ach, widerlich. Erst haben wir dieses große Riesengeschwür da abgeschossen und kalt gemacht, ja. Und dann ist noch dieses Schiff uns in die Seite reingefahren. Oh, dass die aber auch alles Mögliche öffnen müssen, ohne zu wissen, was da drin ist. Hatte das Ding auch nur einen Captain? Das war wahrscheinlich nicht so ein großes Schiff, dass da nur ein, zwei Leute drin waren und das Vieh hat die alle gekillt. Natürlich, weil die nicht wussten, was sie erwartet. Wo muss ich lang? Warum muss eigentlich Isaac Clarke immer alles alleine machen? Und die anderen warten nur. Tot. Nächstes. Wie viel sind denn davon noch? Ich glaube, ich lade mal nach eine Runde. Noch irgendwo eine? Ah, die sind ekelhaft. Die sind so ekelhaft. Ich mag die nicht. Okay, wieder zurück. Hier ist wenigstens auch ein funktionsfähiger Speicherpunkt. Ich überlege gerade, ob ich es tun soll. Ich meine, der Speicherpunkt da hinten ist ja kaputt gewesen. Da konnte man jetzt nicht mehr speichern. Da stand immer Standby. Und Standby ist meistens nicht gut bei dem Speicherpunkt. Klar, wir speichern jetzt einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wer speichert, der hat gewonnen. Das hasse ich bei den neuen Spielen, dass das Save-Game einen selbst immer sagen will, wo man denn zu speichern hat. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Welchen Löffel muss man denn jetzt nehmen? Ein Deck nach unten, oder? Sehe ich das falsch? Ich denke mal, das ist richtig. Aber vor allen Dingen wird jetzt auch einiges kaputt sein, denke ich mal, wenn wir jetzt hier an Bord sind. Da wird bestimmt einiges kaputt gegangen sein bei diesem Absturz. Ach nö. Ich höre was, was du nicht hörst. Das hört sich nicht gut an. So, stirb. War das der einzige davon oder sind da noch mehr? Ich hoffe, da sind nicht noch mehr. Liegt hier noch was, was ich einstellen kann? Wahrscheinlich eher nein. So, ich bin jetzt wo? Bin jetzt dort. Und ich kann jetzt da lang gehen und da ist auch noch ein Shop, ne? Boah, diese Geräusche. Ich hasse es. Hatte mal so ein klein wenig aber nur ein klein wenig Verfolgungswahn. Okay, ist keiner. Dann kann ich hier mal in Ruhe mir ganz kurz den Shop anschauen.
Denn ich brauche schon wieder Dingsbums. Ach ja, Luftkanistermittel haben wir übrigens gefunden. Die Skizze. Plasmaenergie brauche ich ein bisschen. Kann ich eigentlich die Energielaserkanone ablegen? Hier die Laserkanone in den Safe rein tun und mir stattdessen vielleicht eine Energiekanone oder ein Lasergewehr kaufen? Was ist besser, Energiekanone oder das Impulsgewehr? Feuerrate? Kinese Booster, kurze Entfernung. Ich werde mir das mal holen. Das ist ja von der Feuerrate her recht schnell. Oh ja, 50 Schuss. Werde ich mal ausprobieren. Vielleicht hilft uns das weiter. Oh, das scheint auf jeden Fall schön reinzuhauen, das Ding. Müssen wir nur ordentlich viel Munition für finden. Ich hoffe mal, der platzt jetzt nicht auf und da kommen lauter Viecher raus. Ah, mein Inventar ist voll. Warum ist mein Inventar voll? Ach, ich habe noch Munition einstecken. Für das Energiedingsbumsgewehr. Also das andere, was wir hier hatten. Das sollte ich vielleicht mal in den Safe tun. So, ich tue mal zwei in Safe und einen verkaufe ich davon. So. Aber war, ist doch nicht schlecht, das Ding, oder? Also ich finde es nicht schlecht. Hat eine recht hohe Feuerrate. Kann man bestimmt ganz gut einsetzen gegen diese schnelleren Viecher und auch gegen diese kleinen Viecher eventuell. Oh, das sieht aber auch nicht sehr vertrauenserweckend aus. Hier alles voller grünen Nebel. Wow. In der Hoffnung, dass jetzt nicht hier auch noch irgendwas kommt, um mich zu überfallen. Irgendwann steige ich hier bestimmt ein und dann ist hier irgendein Vieh drin und dann werde ich getötet. Immer positiv sehen. Yay, ich werde getötet. Kapitel 8 abgeschlossen. Das ging aber schnell. Also Kapitel 8 war jetzt nicht so lange. Die ersten Kapitel waren da schon länger, habe ich das Gefühl. Kapitel 9, Tod bei Ankunft, oder auch genannt das Lieblingskapitel Schweine im toten Raum oder toten Weltraum, Dead Space, ja? Uah, erschreck mich doch nicht so. Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Ich verstehe, was du sagst, aber... Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Ich sag mal so, wenn die so gut bewaffnet waren, warum hat da so ein einzelnes Viech die alle gekillt? Schadenkapazität und Nachladen kann man hier verbessern. Da hat man schon einiges verbessert. Die Rig hat man schon ganz gut. Da fehlen noch die maximalen Trefferpunkte. Also zwei Energieknoten würden noch fehlen. Oh. Das sieht ja total vertrauenserweckend aus. Aber total. Ich
kann mir jetzt mal ein bisschen Plasma-Energie für das Gewehr kaufen. Oder habe ich sowas noch gar nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Ach doch, hier. Gucke da. Impulsprojektile. Da spare ich nämlich meinen Cutter ein bisschen ein. Kann vielleicht damit ein paar Punkte machen. Mach doch mal einen Punkt. Okay, bang, bang, bang. Es ist schon dunkel hier. Warum ist das hier so dunkel? Weil im Dunkeln gut munkeln ist? Nein, natürlich nicht. Weil es ein Horrorspiel ist. Okay, was ist das hier für ein Raum? Luftkanister Mittel. Mein Inventar ist voll. Das heißt, ich benutze die Stase, habe hier noch einen mittleren Luftkanister, nehme jetzt diesen mittleren Luftkanister auch noch zusätzlich. Und jetzt ist das bestimmt eine Luftschleuse, oder? Natürlich. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Wie soll ich die denn ins All befördern, bitteschön? Ist hier irgendwas, wie ich die ins All befördern kann? Was ist das da? Ach, das ist ein Sauerstofftank. Okay. Was haben wir da drüben? Noch ein Sauerstofftank? Ja, zwei Sauerstofftanks. Ah, ich muss die Dinger kaputt machen, oder? Und ich wette, gleich kommen hier irgendwelche Viecher raus. Um mich zu töten. Und dann muss ich noch diese Teile ins Weltall schicken. Aber vielleicht sollte ich mir die vorher krallen, oder? Sonst bin ich doch geliefert, wenn die Dinger dann so... wahnsinnig hochhängen. So. Da ist auch noch eine. Ach, der... Die baumeln dann so rum, oder was? Okay, kriege ich nicht einfach so? Wo ist denn noch so ein grünes Dingens? Ich muss die grünen Dinger bestimmt erstmal einsammeln. Und dann zu dieser Luftschleuse bringen, weil... ich glaube, das ist ratsamer. Da unten, das ist der. Kann ich mir das Teil hier schnappen? Die anderen kriege ich von da unten wahrscheinlich, oder? Also den da. Gut, die habe ich jetzt erstmal so weit unten, weil das braucht ja auch Zeit, bis ich die dann da durch diese Luftschleuse buxiert habe. So, dann versuchen wir mal unser Glück, wa?
radioaktives Material entfernt. Ah, wo kommst du denn her? Wer? Der hüpft noch. Ah, du auch noch. Immer diese Viecher, die einen angreifen müssen hier. Radioaktives Material entfernt. Ja, es war schon ganz gut mitgedacht, dass wir dieses Zeug darunter geholt haben. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. Ah, schon wieder. Zwei Stück. Jetzt atme nicht so schwer, tu nicht so. Ich weiß genau, dass du noch genug Sauerstoff übrig hast. So, noch der eine, oder? Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. So, wo müssen wir denn hin? Hä? Oh nein, sag jetzt nicht, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, guck mal, da ist noch einer. So. Weg mit diesem Viech. So, okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ins Weltall? Wow. Wir können tatsächlich ins All springen. Warum stirbt er da eigentlich, wenn er ins All springt? Wir haben doch einen Raumanzug an. Wieso kann ich ins All springen? Wieso kann ich mich selbst töten? Ja, ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Ich gebe es zu. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Es war mir alles zu viel, diese ganzen Monster. Und es war einfach alles nur noch... Irgendwann ist es einfach... Der beste Comic kann irgendwann nicht mehr dieses ganze Monstergetöns ertragen. Es tut mir leid. Oh Mann. Na gut, Isaac, wieder zurück. Eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Ach. Ach, das, da muss ich dann rein, oder was? Ah, da kann ich hin. Sehr gut. Kann ich eigentlich aufgrund dieser radioaktiven Strahlung von den Dingern hier auch einfach so sterben? Oder ist das, weil ich diesen Anzug anhabe, eigentlich nicht möglich? Da oben ist ja noch einer. Komm, geh auch du runter zu deinen Artgenossen. Denn wir müssen jetzt hier mal uns wie Erwachsene verhalten, natürlich. So, ich hatte doch hier auch noch Versorgungspacks gesehen irgendwo. Ah ja, da oben ist zum Beispiel eins. Plupp! Und dann nehmen wir dann den lieben Harald mit. Der begleitet uns natürlich sehr gern auf dem Weg. Achso, das war das Medipack.
Sonst noch irgendwo... Ah ja, da. Da müssen wir uns natürlich darauf gefasst machen, dass wieder diese ganzen Viecher kommen. Aber jetzt wissen wir ja schon, was uns erwartet. Also es ist nicht mehr ganz so gruselig. Gruselig! Tududu. Okay. Na gut, dann geht's jetzt wieder mal los. Schrecklich. Nein, bleib hier. Was tust du? Ah! Widerlich. Schon wieder. Wo ist jetzt dieses grüne Ding hingesprungen? Jetzt komm nicht, komm hier zurück. Komm zu Baba! Komm zurück! Ich will dich doch hier nur loswerden. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. Also die Viecher hasse ich ja wie die Pest. So, das sollte es jetzt auch gewesen sein mit denen. Ah, guck mal. Munition. Ja, er atmet schon wieder so schwer. Ich befürchte, Sauerstoff geht zu Ende. Radioaktives Material entfernt. Kommt jetzt eigentlich immer, wenn ich einmal radioaktives Material entferne, so ein Viech an und will mich umbringen. Okay, das waren zwei Viecher und die wollten mich umbringen. Wo ist jetzt das letzte grüne Dingsbums? Das ist doch hoffentlich das letzte, oder? Bist du das letzte grüne Dingsbums? Sag ja. Ja, ich bin das letzte grüne Dingsbums. Material entfernt. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Sicherheitssperre geöffnet, okay. Die Sicherheitssperre war das da, ja? Da muss ich hin? Schätze ich mal. Nicht? Kann ich nur so rum rein? Wahrscheinlich. Ah, ich verstehe. Und das ist jetzt die Luftschleuse hier, oder was? Wow! Okay, das sah schon mal nicht gut aus. Aber zum Glück ist es vor uns weggerannt. Das heißt, es hat Angst. Ich kann deine Angst riechen. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe Maschinen. Was ist das denn? Du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Okay, da lang. Okay, das Ding kann ich nicht einfach so mitnehmen. Hätte ja sein können. Kann ja sein, dass man es einfach so mitnehmen darf. Klauen darf. Ich nehme immer gerne Sachen überall mit. Wenn da was rumliegt, dann nehme ich es einfach mit. Ne, so, tralala. Und das merkt ja dann keiner. Es fehlt ja niemandem.
Ah, widerlich. Das rennt immer noch weg. Ah, guckt euch das an hier, die Crewmitglieder, die waren wirklich gut gepanzert und schwer bewaffnet anscheinend. Man kann diese Dinger hier rücken. Ich weiß noch nicht, ob uns das was bringt, wenn wir die rücken. Oder nicht. Bisschen Muni. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Staseeinheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also Vorsicht. Okay, Stase und die sind schneller als normal. Das heißt, ich muss die Viecher wahrscheinlich in Stase versetzen, oder? Also wenn ich die mit Stase vollpumpe, dann sind sie wahrscheinlich langsam genug, dass man sie treffen kann. Schätze ich jetzt einfach mal stark. Und jetzt haben wir hier eine runde Sokobahn. Schiebe hier Kisten da und dahin. Ah, da hinten, da fummelt was rum. Unser Vorteil ist, dass wir ja hier so einen breiten Strahl haben. Das hörte sich jetzt komisch an, einen breiten Strahl haben. Das war falsch. Aber man kann die in alle Richtungen verschieben, oder? Geh doch einfach aus dem Weg. Boah, es ist ein Kistengerücke hier. Okay, die sind dann definitiv schneller und hässlicher als alles, was ich vorher jemals gesehen habe. Schnell und hässlich, na toll. Und groß sind die vor allen Dingen. Groß sind die. Plasma, Inventar voll. Okay, was habe ich denn im Inventar, was ich mal loswerden könnte? Ich könnte mal ein Gesundheitspack benutzen. So, gucken, dass die auch wirklich tot sind. Ich habe genau gesehen, dass du da gekommen bist. Ich hab's genau gesehen. Und er war so schnell. Ich hoffe, nur von hinten kommt nicht einfach irgendwas. Boah, widerlich. Wieso sind die so schnell? In Zusammenwirken mit dieser Stase. Das kann ich nicht gutheißen. Das heißt, herausfordernd für uns, dass wir jetzt mit so richtig schnellen Viechern zu kämpfen haben. Ice Age? Mach uns wieder ganz? Nee, die hat gesagt Isaac, oder? Und es rumst hier ziemlich. Das sieht nicht gut aus. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass jetzt hier gleich noch mehr von den Viechern kommen könnten.
Ah, bitte nicht. Flammenwerfer, aber der nützt... Ich glaube, ein Flammenwerfer nützt uns gegen diese schnellen Viecher echt wenig. Da kannst du wirklich nur versuchen, mit Stase zu arbeiten. Scheiße. Ich meine natürlich Stase, nicht Scheiße. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit Sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Ich habe noch einen Halbleiter gefunden. Muss ich gerade feststellen. Und er deaktiviert alle Türen. Ich weiß natürlich nicht, ob das so günstig ist, aber ich hoffe natürlich schon. Kommt hier wieder was Schnelles um die Ecke? Auf jeden Fall flüstert mir wieder irgendwas in die Ohren. Tote Mannschaftsmitglieder überall. Uah. Und was wir hier finden und ob wir gegen diese schnellen Viecher da noch eine großartige Chance haben oder nicht, das gucken wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Todweltraum Let's Play mit mir, O-Comic. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und fröhliches Gruseln. Ich hoffe, ihr könnt einschlafen. Ich auf jeden Fall nicht. Also, bis dahin. Tschüss. Folgt er uns? Oh, das wird dunkel. Scheiße, das wird dunkel. Fuck, fuck, fuck. Oh, nein! Alles geht gut, alles wird gut.